Martin schmeißt mir diesen Rucksack so in die Fresse. Guckt euch das mal an. Martin kommt gleich und haut mir den Rucksack so ins Maul. Fritz, Mann, los jetzt! Ich werde richtig nach hinten gekickt jetzt. Pass auf. So, Freunde, oder? Ich würde sagen, wir gucken uns Teil 2 an. Von der großen Lost Place Martin Übernachtungsvideo. Das erste Video von mir und Martin. Genau, das war Teil 1. Und Teil 2 ist das gute Stück hier. Survival Martin auf Lost Place Overnight Tour Teil 2 mit Angst, Panik, Tod und überlebt nur knapp. Der Titel, der verspricht schon wieder nichts Gutes. Wir gehen rein. Oh, ne? Wir kennen es bei den alten Videos von Survival Martin natürlich hier erstmal wieder der Text. Willkommen zu einem Survival-Selbstversuch von und mit Survival Martin. Dieses Mal, Survival Martin schläft in einem Lost Place, stellt Fallen für die Nacht auf, wird angegriffen, gerät in Panik, muss fliehen und überlebt nur knapp. Was bisher geschah? Ja, das haben wir in Teil 1 quasi schon gesehen. Teil 2. Ja, und jetzt Thema Sicherheit wäre noch wichtig auf jeden Fall. Ach, hier wegen Zombies und so, die jetzt kommen. Weißt schon. Ja, ne, also gegen halt irgendwelche Leute, die hier nicht sein sollten. Ich sehe da irgendwie so jung aus, oder? Jetzt habe ich noch ein bisschen was mitgebracht. Oh. Das ist ganz wichtig, Thema Sicherheit. Kann man sich mit Nee, jetzt habe ich dieses Teil hier. Ja. Ich mache es einmal kurz vor. Ja. Alter! Etwas laut, so eine kleine Mini-Alarmanlage mit einem Stift, den man rausziehen muss. Ein Splint. Ein bisschen Angelsehne und da versuchen wir jetzt einfach mal einen kleinen Stolper. Ganz wichtig, wenn wir Stopperdraht nehmen, Angelsehne immer eine Neonleuchtende, damit es auch gut erkennbar ist. Spaß. Quadrat zu bauen. Ich habe mir überlegt, ob wir das vielleicht hier aufbauen, weil das so der große Eingangsbereich ist. Da starten wir das Ganze. Finde ich gut, weil wenn sie kommen, müssen sie durchs Treppenhaus. Ich meine, ich kenne keine Zombies, die fliegen können. Noch nicht. Ja, cool. Dann machen wir das. Ich würde fast mal probieren, dass wir das hier hinten in der Tür irgendwie versuchen einzuklemmen hinten, dass wir einen Gegenpunkt haben und vielleicht mit dem Kabel, wenn das Ganze fixieren. Dann Angelschnur ran. Die legen wir dann schön flach darüber und machen die auch wieder hinten an der Tür oder sowas fest. Oh, wenn wir das hier ranhauen, das dürfte genug Gewicht haben, was man als Stolperdraht zu nehmen kann. Nö. Dann testen wir es einfach. Und dann schauen wir uns das. Gut. Also als erstes machen wir hier den Stolperdraht quasi an den Auslöser. Genau, also an den, halt mal. Halt ich. Knote. Fest. So, halt es mal. Ja, ich halte. Ich hoffe, das ziehen. Jetzt führen wir das mal hier unten runter durch. Ja. Okay. Was für eine Höhe nimmst du da? Also Knöchelhöhe oder Schienbeinhöhe, ne? Ich habe jetzt hier einen schönen Winkel zum Befestigen, den nehmen wir einfach mal. Und dann wahrscheinlich, Knöchelhöhe, irgendwie sowas. Ich werde das Ganze hier mal fixieren und dann bringst du das da drüben auf Spannung und dann schauen wir uns das mal an. Krücheln, ich geh los. Ja, wir gehen jetzt einfach mal irgendwie rum und dann ziehen wir vielleicht das Brett einfach auf Spannung. Ja. Ich leg das mal hier, versteck das ein bisschen nach unten. Okay, dann zieh ich jetzt mal ein bisschen Schlag. Ja. Du sagst mal Stopp. So. Erstmal eine Falle bauen hier. Sieht man die überhaupt? Cool. Ach, da ist er. So, einmal das Ganze hier noch ein bisschen. Und ich würde sagen, testen wir die ganze Anlage mal. Machst du einen Zombie oder was? Ich mach einen Zombie! Mach schon mal Ohren zu. Wisst ihr, was das Problem ist? Die Räusche ziehen Zombies an. Mach das aus! Mach das aus! Ich seh die Angelsehne nicht. Du siehst die Angelsehne nicht. Hast du? Funktioniert! Ich würde sagen, die Stolperfalle funktioniert. Geile Scheiße, mit so wenig Sachen, so schnell, wie gut. Ja, klar. Geil. Läuft. Läuft bei ihm. Okay, keine Zombies zu sehen, können weitermachen. Oh, was ist denn? Pass auf, doppelt hält besser. Lass mal noch einen zweiten Sicherheitspunkt einbauen und zwar... Okay, was machen wir jetzt? Schon gemerkt hier, ne? Schön leise, aber... Auf Glasscherben läuft es schön laut, deswegen würde ich sagen, nehmen wir noch ein paar kleine Glasscherben und packen die im Treppenhaus rauf, dass wir vorher schon ein bisschen was hören können. Machen wir! Handschuhe an und los geht's. Ja, du musst improvisieren, leben in der Lage. Auch mal aus den Kram und das Zeug, was da rumliegt, ein bisschen was bauen. Ich würde wahrscheinlich hier auf die Stufen machen hier vorne. Da haben wir einen kleineren Bereich, wo es auf jeden Fall langkommt. Verstehe. Sie langkommen, die Zombies. Zombie! Wenn der Zombie nicht abspielt, dann hört er auf jeden Fall. Ja. Oder dumpf Aufschlag. Cool!
Sehr schön. Jetzt noch die Tür verbarrikadieren, würde ich sagen. Und genau. Ne, machen wir die Tür noch ein bisschen dicht und dann können wir da jetzt entspannt pennen. Ja, dann läuft's auf jeden Fall. Ja, klar läuft's dann. Hier, schön, das gute SE4. Mit noch dieser kleinen Tasche hier vorne drauf, mit dem Feuerstahl. Da kommt nochmal der Griff ran. Oh, hier, das ist meine alte Jacke noch. Krass, die Softwarejacke mit den Patches, mit den schwarz-roten Patches damals. Ach, Leute, die Anfangszeiten. Krass, ey. Das verklemmt sich von ganz alleine. Ich würde sagen, damit sind wir gut gewappnet. Gute Nacht. Jetzt ist es dunkel und mir ist da was in den Sinn gekommen. Fritz hat zu mir gesagt, pass auf, wenn man irgendwo in einem Displace unterwegs ist, versucht man so unauffällig wie möglich zu sein. Wenn ich durch ein Haus renne, dann mache ich die Funze auf volle Lautstärke. Lautstärke. Genau, volle Helligkeit und denke so, ja, in den Raum, guck mich mal hier um. Aber eigentlich wäre es doch cleverer zu sagen, ich nehme den Low-Modus, also das Niedrigste, was man hat, dann ist man doch sicherlich nicht so auffällig. Absolut richtig. Worauf man achten muss, ist halt ein bisschen von der Taschenlampe, wie man die hält, ne? Dass man nicht direkt auf Augenhöhe alles reinlächelt, sondern eher ein bisschen Low-Modus auf die Füße nimmt. Da wird man von außen nicht so gesehen. Ich würde sagen, wir können einfach mal einen kleinen Wie schnell ich spreche. Test machen und schauen, wie das Ganze von außen wirkt. Und das machen wir jetzt mal. Wir probieren jetzt mal aus. Wir gehen einfach mal so, verteilen uns in dem ganzen Objekt. Der Kameramann geht nach draußen. Wir machen mal volle Power. Und dann machen wir mal in dem, was Fritz gerade gesagt hat, so von wegen Low. Und dann mal so ein bisschen drauf achten, wo man hinleuchtet. Okay. Höchste Stufe der jeweiligen Taschenlampe. Fokus der Kamera ist auf jeden Fall auch am Start. Kleinste Stufe. Gerade gesehen, mit vollem Power-Modus hat so ein bisschen was von Disco-Style. Also ich finde die Variante, was er gesagt hat, so mit Low-Modus und auf dem Boden und so ein bisschen dezenter damit umgehen, hat schon seine Wirkung. Wenn man nicht entdeckt werden will oder ein bisschen ruhiger durch. Ja, mit Rotlicht hätte man nochmal einen Test machen können und die Aufnahmen vielleicht ein bisschen länger stehen lassen können. Wenn man schleichen will, dann sollte man auf jeden Fall ein bisschen drauf achten. Ja, ist aber, wenn man ihn ist müde, ich würde sagen, wir gehen jetzt pennen. Es ist schon dunkel, genau. Ab ins Bettchen. Es ist spät, ich bin müde. Ich würde sagen, auf in die Haya Popeye. Auf in die Haya Popeye. Oh, da habe ich noch den Cumulus Lightlines 400 Schlafsack. Schlaft schön, wir sehen uns morgen früh. Na dann, gute Nacht, wa? Jo, schlaft schön. Gute Nacht. Oh, es wird langsam wieder hell. So, hier steht noch der Gaskocher von mir. Ah, der gute Crooks Light damals. Oha. Zombie. Vor allem, das ist auch so krass, ne? Das ist einfach so eine H&M-Tüte. Was haben wir hier? Kaufland oder was? Die richtig schönen Plastetüten. Oha. Naja, mal gucken, ob die jetzt den Alarm auslösen, Freunde. Wie die kleinen Babys schlafen sie da. Boah, da hat man noch mal diese zwei Isomatten gesehen, ne? Hatten wir in der letzten Folge schon gesehen. Da drunter einfach eine Bodenplane, dann die Bundeswehr-Isomatte, dann diese Isomatte und dann nochmal eine aufblasbare Isomatte. Deswegen auch der 100-Liter-Rucksack. Oh, oh. Oh, oh, die erste Falle wurde betätigt. Und jetzt. Ei, ei, ei. Da haben wir aber sehr schnell reagiert. Damit hätte man jetzt aber... Und zufälligerweise lief ja auch die Kamera. Ist das dumm, Alter?
Der Klassiker, oder? Was macht man, wenn ein Angriff von oben kommt? Erstmal den Rucksack aus dem vierten Stock schmeißen. Komm her, komm. Ich hab sie ganz weg gesagt. Ich hab sie die ganze Zeit gesagt. Du bist das dahin. Nimm die Finger. Ah, schon geile Action mit Abseilen jetzt und so, ne? Ich fühl's schon. Komm. Soll ich echt mal einen kleinen Gag erzählen? Wir sind ja hier, wir machen ja den Stream auch, weil wir mal ein paar Hintergrundinformationen haben wollen. Und zwar, das ist ja jetzt alles hier so ein bisschen szenarisch auf Spaß für die Unterhaltung. Aber vielleicht sind euch ein paar Details aufgefallen. Passt mal auf, wir gehen mal kurz zurück. So. Komm. Marlin geht an die Tür. Ich nehme das Seil. Ne? So, ich schmeiß das von hier oben runter. Wir sehen hier, ich bin mal mindestens, ich glaube in Etage 3 oder so bin ich. Ich glaube hier runter ist ein Balkon, ist noch oder sogar zwei. Also ich bin in der vorletzten, Etage 3 oder 4. So, natürlich baue ich in Wirklichkeit einen richtigen sicheren Ankerpunkt. Das haben wir jetzt natürlich alles nicht gezeigt, weil es geht ja um die Unterhaltung. So, hier liegt das Seil ja schon richtig schön perfekt, ne, am Doppelstrang. Und jetzt sagt er, seil dich ab. So, er geht jetzt in den sogenannten Düfflersitz. Das ist eine Methode, die habe ich auch in meinem Video schon öfter mal gezeigt, um sich quasi ohne Gurt abzuseilen. Der Gag ist nur, das hier ist von unten gefilmt. Marlin steht jetzt hier an der Kante. Ist hier an der Abseilkante. Steht hier. Und ist jetzt plötzlich. Merkt ihr was? Er geht hier rüber. Zack, hier geht das Seil über die Kante. Hier und der nächste Cut. Hier hängt er gerade so drin. Das ist übrigens Etage 1. 20 cm hier drunter ist der Boden. So. Ja, das ist auch das gleiche. Der Kameramann liegt hier auf dem Boden. Hier ist quasi keine Etage. Das ist, glaube ich, schon die unterste Etage. So, und hier. Blub. Blub. Ist Marlin schon unten. So, das liegt daran, dass Marlin natürlich die Technik noch nicht kannte und keine Ahnung was. Und Marlin auch ein bisschen Höhenangst hat. So, aber ich glaube, wenn ich mich nicht recht erinnere, kommt jetzt meine Szene, wo ich mich aus dem dritten Stock real absage. Ach so, ja, und übrigens, wer wissen will, wie das genau funktioniert? Einfach mal hier oben in den... Ah, siehst du, da habe ich ein Video gemacht, ja. Gucken, da zeigt euch der Fritz ganz genau, und wie es genau funktioniert. Ne? Safety first, macht den Scheiß nicht nach. Fritz! Komm! Haben wir eine Totalaufnahme? Doch. Ja, okay, ja gut, ich bin jetzt... Ja, jetzt bin ich schon eine Etage drunter. Wegen den Zombies. Wie einfach auch Glas runterfliegt, Alter. Ich glaube, das war nicht so geplant. So, jetzt gehe ich hier rüber. Zack, hier bin ich jetzt schon einen runter, damit man halt die andere Perspektive hat, wo die Zombies rüberkommen. Und jetzt treten die Dullis einfach Glas runter. Zack. Auf den Kameramann drauf. Zack. Leute, wie ich einfach nur so H&M-Boxershorts trage. Das war auch eine Szene. Ey, Leute, ohne Scheiß. Das kommt im Video nicht so rüber. Das war ja so ein bisschen gesprochen. Ich komme runter, er gibt mir den Rucksack, wir rennen weg und so weiter, ne? Martin schmeißt mir diesen Rucksack so in die Fresse. Guckt euch das mal an. Martin kommt gleich und haut mir den Rucksack so ins Maul. Fritz, Mann, los jetzt! Ich werde richtig nach hinten gekickt jetzt. Pass auf. Nimm deinen Scheiß rum! Alter! Lass uns los! Das ist aber ein Slow-Motion gucken. Fritz, Mann, los jetzt! So, warte. Wiedergabegeschwindigkeit 0,25. Er kommt einfach da angerannt mit diesem vollen Rucksack. 45 Liter. Das Ding wiegt bestimmt 15 Kilo. Jetzt schmeißen wir es, ich fange das. Boom! Ich war kurz davor, dass er mich hier gegenschallert. Ich war richtig benebelt. Alter, wir waren richtig im Modus. Lebt er noch? Ist er tot? Oh, fuck, der Zombie! Komm! Überall ist Schwund! Was?
Ich glaube, der ist beschäftigt. Ja, der ist hin. Ja, der Kameramann ist hin. Und, meinst du, er hat eine Chance? Nein, der ist. Wir müssen weg. Oh, ist das shaky. Weg. Das war wieder ein Survival-Selbstversuch mit dem herrlichen Fritz hier, der mir fast das Leben gekostet hätte, weil er nicht an Zombies glaubt. Nicht vergessen, wer schwitzt, stirbt. Survival war nicht raus. Ich wünsche euch was. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Kommt auf meinem Kanal vorbei. Ich habe noch ein paar Videos online, wenn ihr Bock habt. Link ist unten in der Bestätigungsbeschreibung. Wir sehen uns. Nochmal schön die Werbepromo selbst rauskauen hier. Ciao, ciao. Tschüss. Outtakes. Ich kann mal mitnehmen auf eine Tour. Take nothing but them. Take nothing but this. Aua. Okay. Das ist dumm, Alter. Und bitte. Sie haben bestellt sexylady.com. Ihr müsst. Ich bin voller Panik. Die Zombies bitte. Sound. Ja. Mehr. Läuft. Ist egal. Noch eine. So dumm, Alter. Wir laufen. Gut regeln und man kann ein bisschen. Ja, okay, nein, das ist einfach. Okay. Und mit diesen Worten möchte ich gerne auch schon. Oh Mann, ey. Ey! Ich hab mich gepackt. Dass er sich gepackt hat, weil er mich gar nicht geplant eigentlich. Ein mega Dankeschön an das Team. Danke, Jungs. Wuhuup. Geht, Freunde. Schaut gern bei Survival Martin vorbei. Keep his gas safe.